Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Union Berlin gegen Real Madrid. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. So will der Gastgeber heute starten. Frédéric Renault ist im Tor. Christopher Trimmel spielt mit Jérôme Roussillon in der Abwehr. Rani Khedira steht mit Yannick Haberer im Zentrum. Und im Sturm sollen es in dieser Partie heute gleich drei Stürmer richten. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Kepa steht im Tor, Antonio Rüdiger spielt mit David Alaba in der Abwehr. Toni Kroos steht mit Federico Valverde im Zentrum. Und vorne setzen sie in diesem Spiel gleich auf drei Stürmer. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Gosens. Roussillon. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Rodrigo. Wie lautet deine heutige Prognose, Buschi, was Kevin Volland angeht? Der ist extrem stark im Abschluss. Den müssen Sie immer im Auge behalten, sonst macht er sein Tor. Jetzt können Sie den Ball rausbringen. Ceballos. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation, Gefahr bereinigt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke abgeblockt. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Ecke kommt ins Zentrum. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus. Die Szene geht weiter und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er nimmt erstmal das Tempo ein wenig raus. Bellingham. Das ist Bellingham. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Gosens. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Aber wir sehen's, Ballverlust.
Valverde. Dani. Ja, Madrid, ja, das ist gefährlich. Jetzt können sie nachlegen, gibt Ecke. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Groß mit der Hereingabe. Roussillon. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, und deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Nur noch den Torhüter vor sich. Real Madrid macht das Tor, erhöht die Führung, liegt nun mit zwei Treffern vorne. Klasse durchgesetzt und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit und der Abschluss passt auch. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Vorland. Rani Khedira. Ball kommt steil. Roussillon. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem Team. So, Ecke kommt. Bellingham. Real Madrids Ballbesitzquote im heutigen Spiel lässt durchaus zu wünschen übrig. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Jetzt heißt es erstmal aufpassen bei diesem Angriff. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Dani. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Bei ihm ist Endstation. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Das ist zu wenig, was Vorland heute zeigt. Auf ihn kommt es jetzt an. Er müsste das Team eigentlich führen. Gelingt bisher überhaupt nicht. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Spielt rüber zur anderen Seite. Ball soll zu Bellingham. Und die Situation geklärt. Jetzt geht er nach innen. Real Madrid mit dem Ballverlust. Er spielt steil.
Pass kommt, aber das ist dann abseits. Enge Geschichte. Ja, der Vorschuss kommt ein wenig zu früh. Da müssen Sie dran arbeiten. Denn eigentlich ist das ja eine Strategie, die vielversprechend ist, die durchaus zu Toren führen kann. Rodrigo kann es machen. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Schuss! Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Sie gehen dazwischen. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Der geht knapp drüber. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Spielerwechsel bei United. Nicht mehr dabei. Die Nummer 8, Toni Kroos. Neu dabei. Und der Ballverlust. Alaba. Vázquez. Und jetzt die Real. Da ist die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Jetzt können Sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Brahim Diaz. Flanke kommt rein, Bellingham lauert da. Die Szene damit beendet. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Er ist frei in der Mitte. Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Das ist fast schon eine Einladung. Erst die gute Parade, aber dann kümmert sich niemand um den Abpraller. Nachschuss und Tor. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Und das gibt Vorteil für Real. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Rodrigo kann es machen. Den hält er natürlich. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Der Ball kommt rein. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Immer wieder schüttelt er da den Kopf. Kein Tor, unfassbar. Kein Tor in dieser Szene. Und es wäre so wichtig gewesen. Super dieses Zuspiel. Und Tor für Real. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er.
Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Union kann es über außen versuchen. Auf den ist einfach Verlass. David Alaba am Ball. Und Carvajal. Brahim Diaz. Und jetzt wird es Einwurf geben. Carvajal am Ball. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Bellingham. Den Ball holt er, gut verteidigt. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Da kommt der Schlusspfiff. Am ersten Spieltag der UEFA Champions League können Sie also gleich mal einen Sieg einfahren. Und ich glaube, mit dieser Leistung können Sie durchaus eine Menge erreichen. Ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass du in der